So, bei mir ist Rolf Clausen. Sie sind Bürgermeister der wunderschönen Stadt Wittmund. Herr Clausen, wir treffen uns hier heute am Marktplatz in Wittmund, wo Sie einen Festakt gefeiert haben. Können Sie meinen Zuschauern kurz erklären, was denn der Inhalt dieses Festaktes war? Ja, Inhalt des Festaktes ist, dass das taktische Luftwaffengeschwader 71 Richthofen mittlerweile seit 60 Jahren hier in der Garnisonsstadt Wittmund beheimatet ist. Und ja, dieses Jubiläum, dieses Diamantenjubiläum, wie der Kommodore gesagt hat, wo haben wir denn heute mit einem Festakt hier auf dem historischen Marktplatz in Wittmund gemeinsam begangen. Wittmund ist ja nicht nur mit seinen 20.000 Einwohnern für eine wunderschöne Landschaft bekannt, sondern vor allem auch als Garnisonsstadt für das taktische Luftwaffengeschwader 71. Sie selbst haben, meine ich, auch eine persönliche Verbindung zu dem Geschwader, richtig? Ja, ich bin nicht nur, dass ich hier groß geworden bin, geboren bin. Ich war auch damals noch als Wehrpflichtiger, damals beim Richthofengeschwader noch, beim Jagdgeschwader 71 Richthofen und habe dort meine Wehrpflichtzeit 1985, 86 verbracht. Und das erfüllt mich auch heute als Bürgermeister dieser Garnisonsstadt mit großem Stolz, dass ich das Ärmelband der Richthofener selbst auch an der Uniform tragen durfte. Ist das denn in Wittmund auch so? Wie ist denn das Verhältnis zwischen Wittmund und der Bundeswehr? Ja, in Wittmund immer so gewesen. Also es ist, viele kommen ja jetzt aufgrund der Sicherheitslage, dass man wieder, ich sag mal, die Bundeswehr neu entdeckt. Das ist hier von Anbeginn der Fall gewesen. Ich sag mal, die Soldatinnen und Soldaten sind hier nie geduldet gewesen. Sie sind immer wesentlicher, integraler Bestandteil der Wittmunder Stadtgesellschaft gewesen und auch immer vollumfänglich hier in das Stadtgeschehen integriert. Also insofern ist das für uns nichts Neues. Das ist gelebte Partnerschaft seit 60 Jahren. Momentan ist es ja ein bisschen ruhiger in Wittmund, denn das Luftwaffengeschwader hat an seinem Standort Wittmundshafen ja ein Infrastrukturprojekt. Ich meine, da werden neue Gebäude und auch eine neue Start- und Landebahn errichtet. Welche Auswirkungen hat das denn aktuell auf Ihre Stadt? Haben Sie da denn beispielsweise Mitspracherecht bei dem Bundesamt für Infrastruktur und Dienstleistungen, heißt das, glaube ich, der Bundeswehr? Oder wie wirkt sich das dann auf Ihre Gemeinde aus? Ja, staatliche Baumanagement organisiert ja die Baumaßnahmen insgesamt. Was uns wichtig war, dass die regionalen Firmen auch hier mit eingebunden sind, das ist hier gelungen, dass man das über Arbeitsgemeinschaft, weil es ja sehr großteilige Projekte sind. Wir reden hier mittlerweile über ein Gesamtauftragsvolumen von über 700 Millionen Euro. Und damit der Standort hier in der Garnisonsstadt Wittmund der modernste Luftwaffenschutzpunkt in der Bundesrepublik Deutschland auch wird. Und das sind Dinge, wo wir auch unmittelbar in die Dinge, in das Baugeschehen eingebunden sind, Mitspracherecht nicht direkt. Aber unsere Aufgabe ist es, die Wittmunder hier auch regelmäßig zu informieren. Und dadurch ist der Kontakt auch mit dem Geschwader auch in dieser fluglosen Zeit, so will ich es mal sagen, auch sehr eng. Thank you.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Bei mir ist Oberst Björn Andersen. Sie sind Kommodore des taktischen Luftwaffengeschwader 71 Richthofen. Erste Frage, Herr Oberst, was bedeutet denn Kommodore oder was ist genau ein Kommodore? Ja, der Kommodore ist der Chef des ganzen Geschwaders, ist verantwortlich für alles, was in dem Geschwader passiert, führt das Geschwader und den Flugbetrieb. Wir sind hier heute am Marktplatz in Wittmund, wo gerade ein Festakt stattgefunden hat. Können Sie meinen Zuschauern kurz erklären, was es denn zu feiern gab? Wir haben heute hier einen Festakt zu 60 Jahre Garnisonsstadt Wittmund gehabt. Vor gut 60 Jahren, um genau zu sein im April 1963, haben die ersten Anteile des damals Jagdgeschwader 71 Richthofen von Ahlhorn hierher nach Wittmund auf unserem Flugplatz hier knapp 10 Kilometer westlich von hier verlegt. Sie haben sich in Vorbereitung auf diesen Termin sicher auch ein bisschen durchs Archiv Ihres Verbandes gewühlt. Gibt es denn so einen besonderen Augenblick oder eine so besondere Gegebenheit, die Ihnen da im Gedächtnis geblieben ist aus diesen 60-jährigen Geschichte? Naja, abgesehen von dem Einflug hier 63, 10 Jahre später der Wechsel auf das nächste Waffensystem, dann die Phantom, die geflogen wurde hier bis 2013. Das ist tatsächlich auch vielen in der Region noch bekannt. Da gab es ein großes Flyout, wie wir das nennen, wo im Sommer 2013 mit einem großen Familienfest die Phantom verabschiedet wurde und der Eurofighter begrüßt wurde. Dann gab es ein bisschen eine schwierige Zeit für den Verband, weil der Verband von einem Geschwader, also von der Regimentsebene, runtergestuft wurde auf eine Gruppen-, also auf eine Bataillonsebene, dem Geschwader Nörvenich unterstellt wurde. Das Ganze ging bis 2016 und aufgrund der hervorragenden Einbindung hier auch in die Region und vieler Fürsprecher, die uns unterstützt haben, ist aus der Gruppe wieder ein Geschwader geworden. 2016 ist wieder aufgewachsen und da sind wir heute und das haben wir heute hier gefeiert. Diese 60 Jahre, eine tolle Verbindung mit der Gemeinde, mit dem Landkreis zusammen, dass wir hier unsere Heimat gefunden haben. Thank you.
kommen wir von der Vergangenheit mal ein bisschen in die Gegenwart. Aktuell ist es ja ruhig in Wittmund, denn Sie haben ja gar keinen Flugbetrieb. Sie bilden gerade eine Infrastrukturmaßnahme ab. Können Sie mal den Zuschauern mal kurz erklären, was denn genau gemacht wird hier? Im Endeffekt wird der Flugplatz komplett oder fast komplett neu gebaut. Der Flugplatz ist aus den 1960er Jahren, wird jetzt bis in die 2030er Jahre umgebaut und wird zum modernsten Flugplatz in ganz Deutschland. Wow. Ihr Verband hat im Laufe dieses Jahres ja schon einen wichtigen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung geleistet. Stichwort Air Policing im Baltikum. Können Sie meinen Zuschauern kurz erläutern, was genau haben Sie denn da gemacht? Wir haben im Baltikum praktisch das auch gemacht, was wir in Deutschland jeden Tag machen. Unser Verband ist verantwortlich für den Schutz des Luftraums in Norddeutschland. Wir sind sozusagen die Luftpolizei. Wir stellen die QRA, den Quick Reaction Alert, die Alarmrotte, 2 Eurofighter, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, sind wir innerhalb von 15 Minuten mit 2 Eurofightern in der Luft, um da nach dem Rechten zu sehen. Die Estland, Lettland, Litauen hat keine eigene Luftwaffe, die das darstellen kann, sind NATO-Partner. Deswegen werden die Staaten durch die NATO da unterstützt und dort wird das sogenannte Air Policing im Baltikum geflogen. Und da waren wir jetzt 9 Monate und haben da praktisch diese Staaten als Luftpolizei unterstützt. Welche Erfahrungen haben Sie denn für sich persönlich aus diesem Einsatz gezogen? Wie sind Ihnen beispielsweise Ihre Gastgeber entgegengekommen? Welche Eindrücke haben Sie da gesammelt? Ganz hervorragend. Alle 3 Nationen sind super dankbar dafür, dass wir da sind. Die freuen sich, dass wir diese Aufgabe für sie übernehmen. Ist für uns eine super Übungssache auch, da zu fliegen. Wir haben dort überhaupt keine Probleme, dass sich irgendwie beschweren würde, dass wir da sind. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden jedes Mal freudig begrüßt. Wir machen das jetzt seit 2006 im Baltikum regelmäßig und haben da super Verbindungen auch in die Nationen hinein und machen das auch gerne wieder. Zum Schluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Was sind denn in den nächsten Monaten die größten Herausforderungen für Ihren Verband neben dem Umbau? Die Herausforderungen in den nächsten Monaten sind hauptsächlich auch weiter den dislozierten Flugbetrieb in Lage sicherzustellen, wo wir unser Personal immer wieder auch wochenweise hinschicken. Das ist für unser Personal eine Belastung. Deswegen freuen wir uns, wenn wir Anfang 25 wieder unseren Flugbetrieb aus Lage zurück nach Wittmund bekommen. Und da arbeiten wir alle dran.
Was gibt's heute denn Leckeres? Erbsensuppe. Ja, aber...